So Leute, und hier sind wir wieder mit einem neuen Part von Let's Race Resident Evil 4 gegen Desert 5692 und wir sind schon hier unten, es ist schon Nacht, wir haben schon den ersten Endgegner fertig gemacht und ich denke, es wird in diesem Part schon der nächste Endgegner kommen, denn es dauert nicht mehr lange, bis der kommt. Erstmal das Wasser abgestellt, oder besser gesagt, die Schleuse geschlossen, damit wir da durchkommen. Obwohl, wenn er sich ein bisschen gesputet hätte, oder wenn er da einfach so durchgerusht wäre, dann hätte der gar nicht das Wasser wegmachen brauchen, glaube ich. So. Ach, wen haben wir denn da? Da kommen sie schon an. Ach komm, lass mich. So, da kommt mal schön her, ihr Leutchen. Ah, das ist schön. Achtung, Hals und Fettig. Batsch. So. Wunderbar. Komm. Idiot. So einfach kann man es nicht machen. So. Mal schön Munition eingesackt. Da oben dürfte auch noch mal was sein. So, schön runter damit. Ich nehme jetzt erstmal wieder meine Knarre raus, denn... Oh, Moment mal. Ja, scheiße. Ich muss mal gucken, wie ich das irgendwie regle. Ansonsten verkaufe ich meinen Fisch gleich wirklich, weil der ist groß, da kriege ich viel Geld für. Ein Loch. Nee, egal. Das kriege ich jetzt erstmal schön. Jetzt geht der Tor noch auf. Ja, brauchst mir nicht zuzulabern, Hannigan. Du hilfst mir sowieso nie wirklich weiter. Ich muss dich sowieso immer nur hier durchhelfen. Nur die, die mir wirklich helfen, die sterben alle. Ich könnte die Fledermäuse auch noch abknallen, aber bringt mir nichts. Vor allen Dingen, die trifft man total scheiße. Ah, tatsächlich, ich treffe wirklich nochmal hier Kapuzen-Johnny. Händler. Und ja, da werde ich bei dem... Ja, ich werde den Fisch verkaufen, nehme ich an. Got a selection of good things on. What are you selling? So, du willst so bestimmt... Ne, die verkaufe ich noch nicht. Bierstein verkaufe ich auch noch nicht. I buy it to the high price, stranger. Ja. So, ja, da kriege ich doch einiges. So, und jetzt kaufe ich nämlich das Sturmgewehr. Ich frage mich, warum das Sturmgewehr ist. Es ist ein Sturmgewehr. Das ist noch ein Sturmgewehr, weil ich muss das trotzdem mal kurz lagern. So, ja, da kriege ich das nicht rein. Ich muss mal kurz gucken, wie ich das hier mache. Spielen wir mal ein bisschen Tetris hier. Komm, eine Granate brauche ich nicht. Krieg ich das jetzt schon da rein? Natürlich nicht. Oh doch. Moment mal, ich kriege sogar alles hier rein. Glaube ich zumindest. So. Tatsache, so klappt das alles. So. Thank you. Weil,
Ihr werdet es gleich sehen, ich habe dieses Sturmgewehr nicht umsonst gekauft. Dann nochmal abspeichern, so. So. Und jetzt kommt schon der nächste Endgegner. Ein lustiger Boss, wie ich finde. Der sogar ein paar Mal kommt. Das heißt, ein paar Mal, dreimal kommt der insgesamt. Und die sind nochmal Fässer, so. Mal hier was drinne. Ja, schöne Pflanze. So. Was geht denn hier ab? Ey, was ist denn jetzt los? Ihr habt voll ein an der Waffel. Wer oder was ist das? Oh, reiner Kalmund. Oh, Patsch. Und Klatsch. Oh, Klatsch. Das wäre schön, wenn ich das könnte. Muss ich vorstellen, Leon könnte dann zwischendurch mal in so einen Supermodus kommen und zu so einem El Gigante mutieren. Einfach mal schön auf die Pauke hauen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, du komischer, riesiger Koloss. Aber ey, er tritt mich voll weg. So einfach geht das aber nicht. Eine gelbe Pflanze kann ich sehr gut gebrauchen. Moment mal. Ah, sieh mal eine an. So, ja, kombinieren. Hiermit. Lohnt sich doch immer wieder. Hau mal ab. So, und jetzt kommt nämlich ein kleines... eine kleine Hilfe. Obwohl... Im Prinzip würde ich ohne den fast viel besser klarkommen. Und jetzt kümmert sich hier El Gigante erstmal nur um den Köter. Haut drauf. Und der Köter, der ist viel zu schnell. Der kann immer ausweichen. Oh nein, er spielt Bowling. Ja, El Gigante kann auch bowlen. Also der ist wohl ein Ass im Bowlen. Hat es wohl früher sehr gern gemacht. Man muss jetzt einfach immer versuchen... ihn schön im Kopf zu ballern. Sieh mal einer an. Ja, die kombiniere ich doch gleich einfach. So. Wo bist du denn? Ach, guck. Sieh mal einer an. Jetzt will er hier einen auf. Oh, super. Aua. Oh. War ja wieder klar. Ja, komm. Mehr brauche ich gar nicht. Das reicht mir schon. Jetzt reißt er schon wieder hier Stöckchen aus. Muss er halt aufpassen. So. Da hast du mir ja ein bisschen Arbeit abgenommen, El Gigante. Muss ich nicht immer in die Häuser reinrennen. TMP-Munition. Was soll ich mit TMP-Munition? Ich nutze die Waffe nie im Spiel. Oh, war ja wieder richtig, ey. Ja, mit seinen scheiß Bäumen, ey. Meine Güte. Oh, die Bäume. Ich bin sowieso schon viel größer als der, aber ich brauche Bäume, um den fertig zu machen. Macht er seine lustige RAM-Attacke. So, schnell. Was haben wir hier? Nochmal eine Pflanze. Kann ich gut gebrauchen. Was haben wir hier? Munition. Wunderbar. Ja, gut, dann nehme ich nochmal eine Pflanze zu mir. Nein, ich nehme die Pflanze verwenden, so. Und nutze gerne die Munition. Und nochmal Geld. Bist du blöd?
Sache. Massen jetzt, ey! Das war wohl nichts, wa? Ein mutierter dritter Arm. So, haben wir mal schön auf den dritten Arm drauf. Der muss entfernt werden. Grob chirurgisch. Aber mal scheiße, wa? Scheiße war das. Ist doch scheiße gelaufen. Mit dir. Unos Elos Gigantos. Muchos Picantos. Ja, so einfach kann man es nicht machen. Es tut da wieder rammen. Kommst du jetzt zu mir oder zum Hund? Natürlich zu mir. Naja, solange man unter seine Beine gehen kann, ist der nicht wirklich ein Problem. Ihr müsst aufpassen, der ist am... Eine größte Schwachstelle ist immer noch sein Kopf. Immer schön in den Kopf reinballern. Als Bolter wieder. Guck mal, der kann toll bowlen. Oder kegeln, besser gesagt. Es sind ja keine Löcher in den Stein. Juhu. Du kannst das so machen. Unser einer muss dafür Geld bezahlen. So. Und wieder schön den dritten Arm chirurgisch versuchen zu entfernen. Hätte ich jetzt einen Endlos-Raketenwerfer, hätte ich den schon 80 Mal fertig gemacht. So. Aber solange es auch so geht, ist das doch gar kein Problem, ne? Solange du nicht wie so ein Trampel auf mir rumtrampelst oder mich wegkickst wie einen Fußball. Oder mich wegschlägst wie ein Punching Ball. Oder mich dribbelst wie ein Basketball. Oder mich mit einem Stock rumschlägst wie einen Baseball. Ist das ja gar kein Problem. Ich habe das Gefühl, er wird schneller. Ach, weißt du was? Jetzt reicht es. Jetzt reicht es. Das dauert mir zu lange. Das ist so ein Let's Race hier. Dann komm mal her, du. Boah, jetzt bolt er wieder. Lalalala. Und aus dem Weg. Dann komm mal schön her, du. Trampel. So einfach kann man es nicht machen. Ja, raufklettern. Und ich denke, den sollten wir jetzt auch haben. So, nochmal schön chirurgisch bearbeiten. Besser als jede Chemotherapie oder Transplantation. Klatsch. Irgendwie war das schon fast einseitig. Ach, die gehen auf einmal so ganz von alleine auf, natürlich. Aber guck mal, der bringt ordentlich Knete in die Kasse, so. 15.000, ja, aber ich werde jetzt nochmal abspeichern. Oh, gut, er liegt voll im Weg, der Trampel. So, rein damit. Bom, bom. So. Speicher hier, wie gesagt, nochmal ab. So. Oh.